Schönen Tag, Battlerap Freunde, und ja, ich melde mich endlich wieder aus dem Urlaub zurück. Eigentlich schon gestern, aber egal. Und zwar geht es halt ganz kurz um die Gewinner der Viertelfinale Awards. Und ja, die gehe ich jetzt einfach mal ganz schnell durch. Das Video soll auch nicht allzu lange sein. Bestes Video. Erster Platz ist sehr klar Nachti geworden. Ist auch irgendwie, ja, haben wir auch nie gewartet. Dann ein paar Stimmen gingen an Mula und Scout und Bongo und Black Devil haben beide 0. Ich werde das jetzt einfach mal so machen, dadurch, dass ich eine Statistik bzw. einen Medaillenspiegel führe, werde ich das einfach so machen, dass wenn es im Gleichstand kommt, werde ich dann einfach selber noch eine extra Stimme dazugeben. Und da ich Scouts Video besser fand als Bongo und Black Devil, bekommt er halt nochmal eine extra Stimme von mir, damit er den dritten Platz im besten Video bekommt. Jo. Nächster Punkt. Beste Hook, Mula, Nachti und nochmal Nachti, jo. Also, ich fand die Top 3 Hooks eigentlich alle auf einem Niveau. Ich habe auch überlegt, statt Neon einfach die zweite Mula Hook aus der Runde zu nehmen. War mir aber nicht wirklich so sicher, irgendwie, wenn ich da zweimal Mula und zweimal Nachti hätte ich eigentlich auch machen können, dann wäre es vielleicht auch noch interessanter gewesen. Aber ja, Mulas Hook ist eigentlich auch irgendwie ziemlich cool geworden, ist auch die eingängigste. Also ich hätte für wahrscheinlich so Mula und die DVKB-Hook von Nachti so auf einer Stufe gestellt. Weil die Runde, also beziehungsweise die Hook von Nachti in seiner Runde war ein bisschen, war auch ganz cool, aber sehr gewöhnungsbedürftig. Klar gab er doch vielleicht am Motto und so. Aber ja, ist auf jeden Fall so ganz cool so. Beziehungsweise Mula verdient erst und Neon hat ja die schwächste Hook in von den vier. Beste Motto-Erfüllung. Erstmals haben wir 5 Leute, beziehungsweise habe ich 5 Leute nominiert, weil ich mir unsicher war, wen ich da weghauen sollte. Und ja, klar an Mula und Nachti, und das zeigt auch schon wiederum, wie krass das Battle war, dass Mula und Nachti immer so weit vorne platziert werden. Dann Neon mit seiner YouTube-Kacke dann den dritten Platz geholt, dann Stimme mehr als Bongo und Black Devil. Auf jeden Fall. Ja, Bongo Black Devil vielleicht auch ungefähr Gleichstand. Ich könnte mich jetzt auch nicht entscheiden, wenn ich da vorne sehen würde. Deswegen macht die eine Stimme so ein bisschen leichter. Beste Line. Bongo mit seiner coolen Einstiegsline. Also auf jeden Fall ganz cool rübergekommen und ist auch verdient Erster. Mio dann noch ganz knapp mit der einen Stimme zu wenig, aber trotzdem verdient er zweiter Platz. Aki. Dritter Platz mit 5 Stimmen und Black Devil 0, auch wenn er ein paar Stimmen hätte kriegen können, weil seine dann auch ganz cool war, aber ich denke, gegenüber den anderen drei ist es halt nicht so cool angekommen. Dann die beste Runde kommt von Bongo und Black Devil mit 12 Stimmen, dann 10 Stimmen an Nachti und Neon und Mula Gleichstand. Und ich würde den dritten Platz eher an Mula geben, weil sie mich mit ihrer Runde viel mehr überzeugt haben als Neon, beziehungsweise weil ich die Runde viel besser fand. Abschließend kommt jetzt der Awardspiegel nach dem Viertelfinale. Mulo und Bongo und Black Devil bleiben vorne und DVKB und Nachti dritter und vierter Platz, und Nachti hat ja ziemlich viele Silber Awards bekommen und auch ein Gold Award halt, beziehungsweise eine Goldmedaille, sag ich mal, und hat sehr viele Plätze gut gemacht. Sonst ist eigentlich mehr oder weniger alles gleich geblieben. Finde ja witzig, dass Mula, also quasi die im Viertelfinale schon rausgeflogen sind, auch die meisten Awards haben. Aber es kommt ja noch ein Award für die Bonus-Battles und nochmal ein Award für die Finalrouten, also Halbfinale, Finale und Battle um Platz 3. Dann kommen nochmal 2 Award-Videos und ja, dann für Battle of Champions wird kein Award-Video geben, ist auch irgendwie selbstverständlich, weil ist auch nicht wirklich lohnt, so meiner Meinung nach. Naja, okay, das war's dann mit dem kleinen Video. Haut rein und seid dann sofort. Und die Analyse von Venom gegen Wrecker wird dann am Sonntag kommen. Am Montag kommt dann das Battle um Platz 3, Neon gegen Bongo Black Devil. Motto wird eine kleine Überraschung. Haut rein.